Sehr gut. Sehr gut koordiniert. Miep, miep. Brutzel, brutzel. Oh genau, Strom gucken zwischendurch. Das vergesse ich auch ganz gerne. Wir nähern uns den 250 Gigajoule. Oh ja, sehr gut. Die fallen schon fast gar nicht mehr auf bei den ganzen Akkus. Das ist auch gut. Aber ich behalte sie trotzdem erstmal am Laufen, ne? Sicher, sicher. Wir hatten hier schon zu oft Stromausfälle oder Engpässe in dieser Playlist. Die wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr haben. Aber ich bin halt zu ungeduldig, was das Expandieren angeht. Neue Fabriken bauen, mehr Module reinhauen und so weiter. Eigentlich sollte man echt mehr Zeit schinden, bis man noch mehr Strom hat und erst dann erweitern. Aber das ist mir ein bisschen zu langweilig. So, mach das bitte. Da ist bisher gar kein Blut drin. Die schnapp ich mir mal. Das heißt, wir haben jetzt die da komplett mit Produktivitätsmodulen ausgestattet. Auch wenn wir daraus bei Zeiten mal Route machen könnten, wenn ich da die Ressourcen für habe. Titanium Bearings bräuchte ich. Die da. Wobei das keinen Unterschied macht bei der Produktivität. Das macht einen Unterschied bei der Geschwindigkeit der Herstellung. Wir haben inzwischen wieder lila Tränke. Das ist sehr gut. 1200 sehe ich im System, plus die, die in den Kisten sind. Also wir könnten demnächst auch wieder lila Trankforschung machen. Ich schiel da in Richtung Roboter. Da. Sehr gut. Du bist jetzt schneller. Du bist jetzt schneller. So, die sind jetzt alle sehr produktiv. Wo noch Produktivitätsmodule? Also wo sind Ressourcen wirklich eng? Nirgendwo, oder? Weil wir können alles replizieren oder schnell abbauen. So, die nächste Stufe wäre dann Electric Multipurpose Focus, bla bla bla, was auch immer hier. Bräuchte aber schon mal blaue Chips und Kupfer-Tungstenplatten. Crafting Speed 4. Das andere Ding hat nur Crafting Speed. Achso, hat auch Crafting Speed 3. Also 50% mehr als das, was wir jetzt gerade nutzen. Ist nicht so die Welt. Nee. Ich würde lieber jetzt erforschen. Mehr Cargo Capacity? Ist nur eine. Nö, ich hätte gern größeren Werkzeuggürtel. Für mehr Kram im Inventar. Oh, das läuft hier schon fleißig. Sehr schön, aber beschränk dich mal auf irgendwie 4 Stacks oder so. Du könntest dann wahrscheinlich auch ruhig schneller laufen. Und produktiver. Hier macht es fast Sinn, weil es halt so viele Ressourcen braucht. Und wir noch nicht die Massen an Abnehmern dafür haben. Bei Grün und Weiß, nee, da kommt eigentlich noch die Geschwindigkeit an. Haben wir jetzt endlich Weiß wieder im System? Nein. Jungs, wo ist da jetzt schon wieder das Problem? Also ich könnte jetzt hier überall die rausnehmen und die da meinetwegen reinschmeißen. Das heißt, die wenigen Ressourcen, die sie jetzt bekommen würden, dann wenigstens mehr genutzt werden. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass wir das echt hinbekommen. Wir haben jetzt die letzten, also in den letzten 10 Folgen bestimmt, immer wieder Sachen gefixt und gepusht, die Subkomponenten hiervon waren. Jetzt hängt es immer noch an den Basic Electronic Components, an den da. Also an dem Carbon, wohl eher. Das heißt auch hier wieder Produktivitätsmodule. Damit sie mit dem wenigen Carbon mehr anfangen können. Das scheint sich einigermaßen zu fangen, das ist gut. So, geh zu dem Carbon-Ding und bau da dieses Multipurpose-Ding hin, das braucht Invar. Mach die bitte weg und gib mir Invar. Das war hier das Hässliche beim Wasser, richtig. So, und dann machen wir aus dir Multipurpose-Ding. Noch mehr Speed-Modulen. Purpose-Ding ist in Arbeit. Vielleicht auch noch bessere Speed-Module, wobei ich dann auf den Strom achten muss. Das nimmt mich doch ziemlich viel an Strom weg.
Ah, 270 Gigajoule Puffer. Ganz viel tolles Zeug. Ja, das ist okay. Du da. Mhm. Noch schneller. Rauslegen wird problematisch. Nein, der Puffer muss größer bei der Kohle. Mach trotzdem schon mal die rein und die raus. Schneller. Oder machen Mischmasch. Das ist auch nicht schlecht. So. Ja, ich denke, da müssen wir jetzt einigermaßen hinkommen mit. Ja, da müssten wir einigermaßen hinkommen mit dem Carbon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf das wir in der Zukunft leben werden, wo wir weiße Chips durchgehend haben. Die bitte alle einsacken. Ups. Die bitte alle einsacken. Die bitte alle aufstufen. Andersrum wäre es komisch. So. Nochmal irgendwelche Blasen zerstören? Für Alien-Artefakte? Nee. Ich sollte jetzt die Änderung vornehmen an meiner Power-Rüstung, die ich vorhatte. Die Dinger sind beide noch nicht grün. Mach die mal grün. Tubelt ist da. Gleich den nächsten Tubelt? Kostet nur eben 1500. Nein, wir hätten gerne Kopper, Tungsten, was auch immer. Kostet nicht viel, aber das brauchen wir für Hightech-Zeug. Und es ist schön, jetzt unten die nächste Liste zu haben. Auch wenn ich nicht direkt weiß, was ich da reintun will. Nimm erstmal das raus, was da nicht reingehört. Und tu Speed-Module, Produktivitätsmodule und die besten Produktivitätsmodule rein. So, und der Rest kann ich hier weg. So. Die auch, auch, auch. MK2er-Schilde muss ich dran arbeiten. Dich rausnehmen. Auch zu MK3 machen. Achso, dafür waren die. Dafür waren die da. So. Jetzt können die Reste weg. Das Gold kann weg, das kann weg. Alte Puls kann weg. Irgendwas schießt. Was fehlt da hinten? Da hinten fehlt ein Bluttank. Keiner von ihnen hat bisher überhaupt irgendwo Blut angenommen. Also nimm den hier ruhig mal weg und tu den da rein. Dann meckert wenigstens keiner mehr. Wo ist der Bluttank? Da ist der Bluttank. So. Und die Roboter sind alle ausgelastet. Also fordere doch bitte mal die Flying Frames an. Damit ich bei Zeiten von Hand ein paar von den MK4 Logistikbots bauen kann. So, wir hätten gerne mehr Energie. Mehr Schilde. Und den gehen wir kurz auf Jagd. Irgendwo, wo wir noch nicht waren. Und wo kein Smog ist. Vielleicht sollten wir echt Smog-Module irgendwo reinhauen, damit das Ganze noch mehr sich ausbreitet und wir noch mehr Angriffe haben für noch mehr Alien-Artefakte. So, das hätten wir. Dann haben wir dieses Nitinol. Worum ich mich auch schon seit einer Weile drücke. Das wir aber auch in mehreren Hightech-Rezepten brauchten. Das ist einfach nur Nickel und Titan. Das sollte ja einfach genug sein. Das erforsche ich dann aber auch schon mal. So. Hier irgendwo. Hier irgendwo eine mittelgroße Basis, das wäre ganz schön. Achso, und crafte bitte, falls du es denn überhaupt kannst, die da gerade hier sind. Da. Ah, mit Smallbitern. Oh mein Gott. Ja, können wir fast gegen kann. Oder fast. Natürlich wieder super Timing meinerseits mit der Nacht, aber gut. Da unten ist noch eine Basis. Ja, ich sehe Dinge. Wow. Okay, okay.
Ich habe gerade 6 oder 7 Spawner gekillt. Wie wird das denn erst später, wenn wir nochmal 4 MK-Stufen mehr haben bei den Schilden und so weiter? Das muss ziemlich abgefahren werden. Ich meine, jetzt sterbe ich ja auch nur, wenn ich mich gruselig anstelle. Oh, geht's auf die nächste Basis reinzulaufen. Forschung, ja, weg. Da ist die nächste Basis. Ich würde ganz gerne dazu spawnen. Großteil des Spawners zerstört. 30 Magazine noch, von 1 zu 57 oder so. Einfach die Masse reinhalten, dann treffen wir mehr. Ganz viele Talentteile, muss man gleich mal gucken, was wir dabei haben. Damage Boost wäre schon ganz schön. Ein Kram da weg. Wow. Den kleinen Kram da weg. Genau, euch Spucker da. Mich durchgehen anschießen können. Die Könige machen ja nichts da. So, richtig schön. Waffe halten. Schrei, durchgehen, piu. Spawner weg. Würmer weg. Und die Basis ist schon fast angeplündert. Jo, sehr schön. Mitnehmen. Das war sehr eklig. Und wisst ihr was, ihr Könige? Ihr könnt mit mir zur Basis kommen. Das dauert mir zu lange, hier alles zu töten. Bald weg. So. Das muss auch schick sein mit dem Vanilla, dem neuesten Vanilla-Patch. Mit diesem Roboport auf dem Rücken. Den kann man ja theoretisch ganz viele Logistikbots mitnehmen. Und dann sagen, hier, bald wegreißen. Und jetzt wird's hell ernsthaft. Ach, na gut, dann machen wir den hier noch. Komm, trifft irgendwas. Okay, mitnehmen. Und weiter. Wie viele Alien-Attacke haben wir? 206. Und die kommen jetzt in. Die kommen jetzt in Fabriken rein mit 125% Produktivität. Der kommt da richtig viel bei raus. Und wir bringen ein bisschen was mit für unsere Basis zum Schnappen. Schnapp. So, Basis anfangen zu schnappen, bitte. Danke. So, die weg. Die Königin-Leichen verarbeiten wir noch gar nicht. Aber das müssen wir auch gar nicht so sehr, denke ich. Achso. Könige kommen. Ist noch vertretbar, denke ich. Oh, stimmt. Wir könnten, um so ein bisschen Farbvarianz reinzubringen, immer neben den Silver-Topaz-Türmen die Silver-Sapphire-Türme. Das sind die Probleme, die man später im Hightech-Bereich hat, hm? Ach, die Verteidigung sieht nicht bunt genug aus. Wir haben... Oh. Wie bist du da reingekommen? So, durch meine offene Tür. Die bleibt offen durch das Blut. Das ist ja eklig. Okay.
Irgendwo was kaputt gegangen? Was Schlimmes? Nö. Also Notiz an selbst, Blut und dieser Blutdampf zählt eventuell als Kreatur und hält Türen offen. Auch sehr schön, dass sie den Roboport hier angegriffen haben. So, reißen wir ab hier alles. Go. Okay. Dann gebe ich noch... Wo ist mein Geld? Da. Geld. Damit... Steuerung, mittlere Maustaste, die beiden mittlere Maustastisieren. So. Aufstufen. Aufstufen, Aufstufen, Aufstufen. Was machen wir in den nächsten Folgen? Ich habe gerade kurz mit dem Gedanken gespielt, Roboter zu automatisieren. Also die MK4er-Roboter. Aber nee. Dann haben wir das gleiche Problem wie bei den Solar Panels, dass ich den aus Versehen 300 zu viele von den alten baue und... Nee. Aber was wir machen könnten auf jeden Fall wäre, die Lithium-Ionen-Batterie zu automatisieren. Und... Forschung. Bessere Schilde. Besserer Fusionsreaktor. Besserer Fusionsreaktor. Go. Ja, die Lithium-Ionen-Batterie und sonst wüsste ich jetzt gerade nicht so wirklich. Einfach weiter grün zu hellblau machen. Ressourcen im Auge behalten. Und vor allem das mit den weißen Chips. Woran wir jetzt schon so lange arbeiten, das sollten wir langsam echt hinbekommen. Aber wir haben jetzt eigentlich alle Subkomponenten komplett hochgestuft, dass da immer genug ankommen sollte. Das letzte Problem waren ja die Basic Electronic Components. Die klappen jetzt inzwischen. Mach mal die Beschränkung da raus. Damit die Kisten immer schön voll laufen. Und mach euch mal... Okay, nächste Folge. Nächste Folge kümmere ich mich auch darum, dass recht viele von den lila Fabriken, die häufig benutzt werden, ersetzt werden durch rote Fabriken. Hätte ich eigentlich auch schon länger machen sollen. Könnten wir ja theoretisch auch über den Upgrade-Planer machen. Wobei das schnell gemacht ist. Ja, gucken wir in der nächsten Folge. Also bis dann. Ne?